Hallo nochmal und willkommen zurück auf der Straße. Was ist denn... Ach man, Leute. Ich kapiere nicht, was ich jetzt falsch mache. Ich meine, wenn ich mein Bike hier so lenke... Klar. Der da sieht neu aus. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ach, das ist sie. Ich habe einfach noch nicht die richtige Waffe für die... Cavefish, glaube ich. Hallo, Vicar. Ja, du bist eine gute Katze. Okay. Nee, Vicar, geh mal weg vom Mikrofon, bitte. Sei mal so lieb. Braves Kätzchen. Ich brauche, glaube ich, diese lange Holzlatte. Kann das sein? Kettensäge, nice. Mist. Ich glaube, da hätte ich jetzt den Morgenstern gebraucht. Aber eine Kettensäge, das ist nice. Die könnte ich gebrauchen. Ach, das ist der Typ. Vicar, lass das Mikrofon bitte in Ruhe. Kätzchen. Komm mal mit. Vicar, Vicar, komm mit. Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Du bist so. Ah, Mist. Okay, ich war zu langsam. Ich hatte Vicar gerade noch ein Leckerli gegeben. Dann geht's ihr besser. Aber die Kettensäge, ich will diese Kettensäge. Ich nehme noch mal die Ausfahrt. Ich finde das so als Minispiel ja ganz witzig, aber als jetzt wichtiges Story-Element von wegen, das musste machen, finde ich diese Kämpfe gerade irgendwie ein bisschen unnötig. Ein Adventure braucht meiner Meinung nach nicht wirklich Action-Elemente. Gib mir deine Holzlatte. Wollen die mich verarschen? Die Holzlatte ist mächtiger als mein Morgenstern. Das bezweifle ich aber.
Ah, ich brauche es gar nicht versuchen. Ah, das zieht sich gerade. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Jetzt hau! Oh Mann! Ich bin gerade dezent genervt, denn diese Passage hier geht mir auf den Sack. Ich will doch nur weiter rätseln und in der Handlung vorankommen. Doch ich muss mich hier prügeln mit solchen Idioten. Oh Mann! Kann ich das irgendwie abbrechen? Muss ich das jetzt hier machen? Ah. Okay, ich muss das scheinbar machen. Sie hatte, glaube ich, die Kettensäge, oder? Ich will die Kettensäge. Ah. Welche Waffe gewinnt gegen die Kettensäge? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, habe ich Fahrkünste. Und die Passage gerade geht mir so auf den Sack. Ernsthaft, die nervt. Die nervt so richtig.
Die hat ein bisschen an Elaine erinnert aus Monkey Island. Wenn sie eine harte Truckerin, Bikerin wäre. Komm, komm. Jetzt hau doch. Ich klicke, aber der haut nicht. Okay, das war die falsche Waffe. Ich glaube, ich muss einfach irgendwas noch mit dem machen mit dem Truck, oder? Hm. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese Passage. Leute, ich will nicht mehr. Gibt's irgendjemanden, der diese Passage an dem Spiel geil findet? Wahrscheinlich damals Tim Schäfer, als er das geschrieben hat, aber ich find's gerade echt mega nervig. Was für eine stinkende Scheiße. Das nenne ich Unfallgefahr. Also muss ich jetzt hier mit dem Bike diese... Ach, ich habe keinen Bock drauf. Kann ich die Kacke eigentlich mitnehmen? Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Okay, jetzt habe ich Kacke im Inventar. Schön, schön, schön. Endlich mal was Nützliches im Inventar. Ein bisschen Dünger. Okay, weiter geht's. Ich hatte gerade mal kurz gegoogelt und ja, wir müssen diese Kampfpassage jetzt hier machen. Das Kapitel des Spiels gerade besteht eigentlich nur daraus. Meine Freude hält sich dezent in Grenzen. Ah, jetzt kann ich die Kacke als Waffe auswählen. Oh, nice. Übrig sein. Cool. Haben besiegt. Ich bin halt doch ziemlich hart drauf. Ich bin so hart. Ich
Ja, ich trinke Milch direkt aus dem Karton oder so. Hier, nimm meine Kacke. Du willst noch mehr? Du bist voll aus. Und wir haben die Kettensäge. Cool, cool, cool. Kettensäge gegen den? Ja, wir haben ihn besiegt. Okay. Das hat nicht das erwünschte Resultat gehabt. Ich konnte ihn nicht looten. Kettensäge. Und ich bin erstmal sauer. Wieder da? Gut. Okay, die Lektion ist vorbei. Zeit für die Abschlussprüfung. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Jetzt haben wir das Holzbrett. Ja, endlich haben wir eine harte Latte. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade nicht kichern, weil ich mir dachte, ey, das musst du hart und männlich rüberbringen. Aber harte Latte. Das ist schon sehr männlich, die harte Latte. Ah, okay, das ist ein Cavefish. Jetzt probiere ich es hier mal mit der harten Latte. Super, das hat wunderbar funktioniert. Ich will nichts von dir, ich hab schon meine Latte. Meine Latte ist viel härter und holziger als deine Latte. Okay, da ist wieder der Cavefish. Also probieren wir es doch nochmal. Jetzt. Ah, Mann! Wieso? Brum 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 brum. Tucka 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 tucka. Nimm den Kopf hoch, damit ich dich hauen kann. Ah. Ich bin dezent genervt. Ich bin sogar sehr, sehr dezent genervt.
Ah, da ist er wieder, da ist er wieder. Oh Mann! Wie, oh Mann! Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Oh, das nervt mich gerade so. Ich fand das Spiel bisher echt gut tatsächlich, aber diese Passage hier, die geht mir so richtig, richtig auf meine Biker-Eier. Auf meine Biker-Nüsschen. Ja! Wir haben die Brille. Schutzbrille anlegen. Jetzt müssen wir nur... Ach so, nee, das war's nicht. Woran erkenne ich jetzt den Höhle, da. Okay. Dann schaue ich mich hier mal ein bisschen um. Wobei, nee. Ich glaube, das ist was für die nächste Folge. Tschüss.